Nachdenkseiten. Die kritische Website. Das ist die Welt, in der wir leben. Dabei dachten wir 1990, das Kriegsspiel habe ein Ende. Von Albrecht Müller. 1990 und noch einige Monate danach gab es in Deutschland eine vernünftige große Koalition, die von Willy Brandt bis zu Helmut Kohl reichte. Sie und viele mit uns glaubten, jetzt gäbe es eine Zusammenarbeit in Europa, von Lissabon bis Wladiwostok, also nicht nur im Westen Europas und in Mitteleuropa, sondern einschließlich Russlands. Aber wir sind um diese sogenannte Friedensdividende betrogen worden. Im Artikel folgt eine Abbildung der Zeitung Die Rheinpfalz vom 23. September 2019. Auf dem Foto ist ein schweres US-Militärtransportflugzeug im Landevorgang zu sehen. Der Text lautet, Zitat, US-Streitkräfte üben. Für die Zeit von heute bis Freitag hat das 86. Lufttransportgeschwader der US-Streitkräfte auf der Airbase Ramstein Übungen angekündigt. Nach Informationen des Pressebüros soll damit die Einsatzfähigkeit und Kriseneinsatzbereitschaft der Streitkräfte getestet und bewertet werden. Dabei könne es zu Verkehrsbehinderungen unter anderem an den Toren zu den Dienststellen Flugplatz Ramstein, Vogelweh, Pulaski Militärkomplex und Einsiedlerhof sowie innerhalb der Kaiserslauterer Militärgemeinde kommen. Das Pressebüro weist darauf hin, dass Anwohner und Arbeitnehmer innerhalb der Militärgemeinde Kaiserslautern in dieser Woche möglicherweise Alarme über Lautsprecher vernehmen können, sowie simulierte Explosionen. Zitat Ende. Schon Anfang der 90er Jahre wurde die Hoffnung auf eine friedliche Zusammenarbeit zwischen Europa und Russland mit Füßen getreten. Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl erlebte das bei seinen Washington-Besuchen. Dort dachte man in den Kategorien des Kalten Krieges. Auch Russland sollte in die sogenannte Obhut des Westens einbezogen werden. Das war Imperialismus pur und ist es bis heute. Eigentlich wurde das damals von Beratern wie Brzezinski ja auch verkündet. Aber viele glaubten das nicht, weil dagegen ihre Hoffnung stand. Die Hoffnung auf Zusammenarbeit in Europa, auch zwischen Deutschland und Russland. Zunächst sah das für den Westen und insbesondere die USA ja auch ganz gemütlich aus. Man hatte den damaligen russischen Präsidenten Jelzin in der Hand und wirkte bis in die innere Gestaltung Russlands ein. Wie weit das ging, hat Naomi Klein in ihrem Buch Die Schockstrategie analysiert und beschrieben. Ich habe schon mehrmals darauf hingewiesen und tue das immer wieder, weil ihr Buch wirklich eine Quelle der Aufklärung ist und gerade zum Verständnis der heutigen Aggression gegen Putins Russland wichtig ist. Es sind die Seiten 320 und 321 aus diesem Buch abgebildet. In der Zusammenfassung geht es darum, wie sehr Jelzin von der US-Regierung gesteuert wurde und Russland an den Westen verschacherte. Zitat: Jelzins Chicago Boys peitschten die strittigsten Maßnahmen ihres Programmes durch. Riesige Etatkürzungen, Aufhebung aller Preiskontrollen für Grundnahrungsmittel einschließlich Brot, noch mehr und noch schnellere Privatisierungen, die Standardpolitik, die auf der Stelle so viel Elend bringt, dass man anscheinend einen Polizeistaat braucht, um einen Aufstand zu verhindern. Nach Jelzins Staatsstreich riet Stanley Fischer, stellvertretender Direktor des IWF und ein Chicago-Boy der 70er Jahre, an allen Fronten so schnell wie möglich vorzugehen. Dasselbe meinte Lawrence Summers, der damals in der Regierung Clinton für die Gestalt der Russlandpolitik zuständig war. Die drei Sierungen, wie er sie nannte, Privatisierung, Stabilisierung und Liberalisierung, müssen alle so schnell wie möglich zum Abschluss gebracht werden. Der Wandel vollzog sich so rasch, dass die Russen unmöglich auf dem Laufenden bleiben konnten. Oft wussten die Arbeiter nicht einmal, dass ihre Fabriken und Bergwerke verkauft worden waren, ganz zu schweigen davon, zu welchen Bedingungen und an wen. Eine tiefgreifende Irritation, wie ich sie ein Jahrzehnt später im Irak im staatlichen Fabriken selbst erleben sollte. Der Theorie nach sollte all dieses Mauscheln und Schachern den Wirtschaftsboom auslösen, der Russland aus seiner verzweifelten Lage lösen sollte. In der Praxis wurde der kommunistische Staat einfach durch einen korporatistischen ersetzt. Nutznießer des Booms war ein kleiner Club Russen.
Viele von ihnen ehemalige Apparatschiks der Kommunistischen Partei und eine Handvoll westlicher Investmentmanager, die mit den frisch privatisierten russischen Unternehmen schwindelerregende Renditen einfuhren. Eine Clique von neuen Milliardären, die wegen ihres fürstlichen Reichtums und ihrer Macht allgemein als sogenannte Oligarchen bezeichnet werden, tat sich mit Jelzins Chicago Boys zusammen und raubte dem Land fast alles, was wertvoll war. Zitat Ende. Mit der Wahl Putins zum russischen Präsidenten fanden diese imperialen Spielchen ein Ende. Die Aggression gegenüber Putin, die heute den führenden Kreisen des Westens eigen ist, hat etwas damit zu tun, dass man der direkte Zugriff auf die innere Gestaltung Russlands und seine Ressourcen gestoppt war. Das muss man immer im Gedächtnis behalten, wenn man die heutige Diskussions- und Aggressionslage verstehen will. Putin selbst hat seltsamerweise trotz dieser Erfahrung und übrigens auch trotz des NATO-Kriegs gegen Restjugoslawien, dem Russland eng verbunden war, an den guten Willen und die Möglichkeit der Zusammenarbeit geglaubt. Das wird zum Beispiel in der Rede im Deutschen Bundestag sichtbar, die Putin vor genau 20 Jahren am 25. September 2001 gehalten hat. Putin schlägt in der Videoverlinkung ab Minute 5, nachdem er noch artig die Zusammenarbeit des Westens Europas mit der USA positiv gewürdigt hat, auch eine engere Zusammenarbeit zwischen diesem Europa und Russland vor. Zitat: Niemand bezweifelt den großen Wert der Beziehungen Europas zu den Vereinigten Staaten. Aber ich bin der Meinung, dass Europa seinen Ruf als mächtiger und selbstständiger Mittelpunkt der Weltpolitik langfristig nur festigen wird, wenn es seinen eigenen Möglichkeiten mit den russischen menschlichen, territorialen und Naturressourcen sowie mit den Wirtschafts-, Kultur- und Verteidigungspotenzialen Russlands vereinigen wird. Zitat Ende. Im Video hört man das Publikum applaudieren. Die Kamera schwenkt auf die Regierungsbank. Und hier wird die ablehnende Reaktion führender deutscher Politiker sichtbar. Die gelangweilte, ja sogar abweisende Haltung des damaligen Außenministers Joschka Fischer, der noch nicht einmal klatscht, und die nicht begeisterte Reaktion des damaligen Innenministers Otto Schily und der Justizministerin Hertha Däubler-Gmelin. Offenbar wussten diese, dass die deutsche Regierung das Angebot Putins nicht annehmen darf oder, wie im Falle Joschka Fischers zu vermuten ist, das auch gar nicht will. Spätestens diese erkennbare Reaktion eines Teils des deutschen Bundeskabinetts hätte den russischen Präsidenten damals schon warnen müssen. Mit diesem Wurmfortsatz von NATO und USA in Europa lässt sich das gemeinsame, friedliche und kreative Europa ohne Rüstung und Abschreckung nicht aufbauen. Putin hat weitere 5,5 Jahre gebraucht, bis er dann bei der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 seiner Enttäuschung über die Zurückweisung der ausgestreckten Hand öffentlich Luft verschaffte. Jetzt sind wir leider bei der gegenseitigen Rüstung und militärischen Übung angekommen, die der vorher zitierte Ausschnitt der Rheinpfalz von heute signalisiert. Es wird die militärische Konfrontation geübt und nicht die ökonomische, geistige und kulturelle Zusammenarbeit. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.